Also, hallo, mein Name ist Adrian Holski. Ich mache gerade eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement in der IHK zu Lübeck und ich habe davor mein Studium abgebrochen. Also so ganz große Vorstellungen von dem Studium hatte ich nicht. Ich habe mein Abitur gemacht auf dem zweiten Bildungsweg und dann waren auch von der familiären Seite die Erwartungen auch groß, dass ich dann studieren gehe, wenn man schon das Abitur hat. Also ich bin nicht blind ins Studium gegangen, man hatte keine Vorstellung. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Ich war sehr politikinteressiert, bin es immer noch, musste aber feststellen während des Studiums, dass das Studienfach sehr von der Realpolitik, sag ich mal, abweicht. Also ist sehr, sehr theoretisch und auch teilweise sehr abstrakt. Und irgendwann während des Studiums ist mir dann aufgefallen, dass mir die Richtung nicht ganz zugesagt hat. Also der Studiengang war teilweise sehr philosophisch aufgebaut und damit konnte ich mich überhaupt nicht identifizieren. Ich habe mich schließlich für Politikwissenschaften eingeschrieben. Im Studiengang hatte ich auch noch zum Teil öffentliches Recht. Das war sehr interessant, denn das ging wieder sehr ins Reale hinein. Jedoch überwiegte der philosophische Teil und mit dem konnte ich nichts anfangen. Ja, also mit einem Studiumabbruch, da hadert man, da überlegt man, was man danach machen könnte oder möchte. Und da habe ich mir überlegt, noch ein Studium anzufangen. Nur da war die Befürchtung groß, dass man das auch wieder abbrechen würde. Und dann würde man wieder ein, zwei, drei Semester verschwenden. Das wären wieder 1,5 Jahre. Und man ist ja auch irgendwann nicht mehr der Jüngste. Und schließlich sollte man irgendwas in der Tasche mal haben. Und dann dachte ich, ich lerne erstmal einen kaufmännischen Beruf. Und danach kann man ja immer noch studieren gehen, falls man möchte. Hier in der IHK, die Aufgaben sind sehr vielfältig. Wir wechseln auch alle 2 bis 3 Monate die Abteilung. So eine genaue Tätigkeitsbeschreibung gibt es jetzt nicht, da die Aufgaben immer wechseln. Von der Telefonannahme bis zur Ablage, bis zum Kundenkontakt ist alles vertreten. Ja, also man wollte sich lange nicht eingestehen. Also man hat sich immer wieder, hat zum Teil auch selber belogen, indem man sich gesagt hat, ja, das wird schon, das wird schon. Bei mir persönlich war es so, dass es von den Noten ganz in Ordnung war. Ich hatte einen sehr ordentlichen Notendurchschnitt, konnte mich, wie gesagt, jedoch mit dem Studium nicht identifizieren. Und irgendwann ließ die Motivation auch nach. Und dann hat man es halt ein bisschen noch hinausgezögert, weil man keine Alternativen hatte. So, und dann sich einzugestehen, dass man das Studium doch am besten abbricht, war nicht so einfach. Ich sage, meine Eltern waren natürlich enttäuscht, als ich ihnen das gesagt habe, haben jedoch gesagt, ich muss wissen, was das Beste für mich ist. Und dann standen die auch hinter mir und haben mich unterstützt. Und meine Freundin hat von Anfang an gesagt, sie hat gemerkt, dass es nicht mehr läuft. Dann hat sie auch gesagt, dass ich mein Studium abbrechen soll. Anscheinend habe ich mich auch persönlich ein bisschen verändert, denn so ein Studienabbruch ist ja auch zum Teil mit Stress verbunden. Und hat sie mir auch geraten, also wenn das gar nichts für mich ist, dann soll ich es lieber abbrechen und eventuell nach der Ausbildung wieder aufnehmen. Die war relativ schwierig, denn ich hatte mich damit vorher nie befasst. Also ich hatte in meinem Leben davor noch nie eine Bewerbung geschrieben. Und erstmal eine richtige Bewerbung zu schreiben, war schon eine Schwierigkeit für sich. Da musste man auch noch den Studienabbruch irgendwie verpacken. Und das ist bei einigen Personalern wahrscheinlich ja nicht gut, also wird nicht gut gesehen. Ja, und dann habe ich einige Bewerbungen geschrieben. Ich muss auch sagen, der Studienabbruch kam auch relativ spät. Bei ganz vielen Unternehmen war die Bewerbungsfrist schon abgelaufen. Ja, aber dann muss ich sagen, hatte ich doch Glück, dass ich bei der IHK zu Lübeck eine Ausbildung bekommen habe. Ich hatte mich im Februar hatte ich meine Bewerbung geschrieben und dann einen Monat später eine Einladung bekommen zu einem Vorstellungstest. Nach dem Test habe ich eine Einladung bekommen zu einem Vorstellungsgespräch und dann relativ zügig im April habe ich die Zusage bekommen. Was ich hier zum Beispiel an der Ausbildung erstmal sehr schätze, ist die Verbindung von Theoretischen zum Praktischen. Das hat mir während des Studiums ja ganz gefehlt. Und ich hoffe natürlich, dass ich aufgrund dieser kaufmännischen Ausbildung erstmal eine Grundlage habe, möchte aber für mich selber nach der Ausbildung eventuell noch ein Studium aufnehmen. Dann aber neben dem Beruf, sodass man beides miteinander kombinieren kann. Ich würde mir zuallererst erstmal angucken, wie das Studium aufgebaut ist, beziehungsweise die Inhalte des Studiums und nicht da blindlings reingehen.
Und vor dem jetzigen Hintergrund würde ich aber erstmal sagen, dass ich erstmal eine Ausbildung machen würde und dann ein Studium. Es nicht Hals über Kopf zu machen, sehr gründlich darüber nachzudenken, auch mit seinen nahestehenden Personen zu sprechen, denn es hilft immer, die eigene Situation auch aus anderen Blickwinkeln zu sehen und dann gut vorbereitet den weiteren Schritt zu gehen. Also nicht einfach das Studium abbrechen und dann keine Alternativen haben, sondern sich wirklich ein paar Alternativen ausdenken und die dann aber auch konsequent verfolgen.